Hey, willkommen zurück hier am Samstag. Warum Frauen dich testen und wie du diese Tests ganz leicht bestehst, erfährst du im heutigen Video. Also, ohne weiter zu reden, gehen wir ins Video Frauen und Tests. Das ist immer wieder ein Thema. Ich kriege immer wieder Mails dazu, ich kriege immer wieder Nachrichten. Tim, war das ein Test von der Frau? Hat die Frau mich getestet? Und für die Leute, die da draußen sind, denen das jetzt kein Begriff ist, testen, es gibt in der Pickup-Community diesen Begriff Tests. Und der bedeutet einfach eine Frau, also Shit-Test sagt man da, und bedeutet in diesem Zusammenhang, dass eine Frau dich irgendwie herausfordert. Sie sagt zum Beispiel, also so sagt man da, sie sagt, ich habe einen Freund, um herauszufinden, ob du hart dran bleibst und dann trotzdem weiter flirtest und dann stellt sich heraus, sie hat auf einmal gar keinen Freund. Andere Dinge, also das ist einer der klassischen Shit-Tests, ist so, ich habe einen Freund und die Pickup-Community sagt dann, nein, sie hat gar keinen Freund, sie will nur rausfinden, ob du hartnäckig bist. Also so, als ob die Frau dir halt ständig irgendwelche Hürden dahinstellt, um irgendwelche geheimen Charaktereigenschaften von dir rausfinden zu wollen. Das sind Shit-Tests in der Definition. Solche Shit-Tests gibt es in meiner Welt nicht. Also wenn eine Frau mir sagt, sie hat einen Freund, dann ist in 95-99% der Fällen hat sie einen Freund oder kein Interesse. Ja, ich habe es ein paar Mal erlebt, da hast du letztens auch ein Infield hier auf meinem Channel zugesehen, ich habe es ein paar Mal erlebt, dass die Frau dann tatsächlich keinen Freund hat, obwohl sie es erst gesagt hatte, beziehungsweise es hat sich herausgestellt, dass das Ganze etwas anders lag. Ja, in diesem Fall, den ich jetzt hier anspreche, hatte die Frau dann eine offene Beziehung, das habe ich dann später erfahren, aber natürlich hatte sie trotzdem einen Freund, also war das keine Lüge. Das ist die erste Sache, die dich nicht verrückt machen muss. Also wenn deine Frau dir sagt, sie hat einen Freund, dann kannst du, wenn du das Gefühl hast, ja, weiß nicht ganz, ob das richtig ist, dann kannst du einen Moment länger drin bleiben und nochmal mit ihr quatschen. Aber geh mal davon aus, entweder hat sie einen Freund oder kein Interesse, weil wenn du jetzt unterwegs bist, das kannst du dir selbst mal vorstellen, du bist unterwegs und dich spricht eine Frau an und du denkst dir, wow, die Frau gefällt mir voll gut, ja, dann sagst du doch auch nicht, oh, ich habe eine Freundin. Um herauszufinden, ob sie hartnäckig dranbleibt, so, und gehst dann einfach weg, wenn sie nicht hartnäckig dranbleibt und denkst dir so, tja, sie hat mir echt gefallen, aber wäre sie hartnäckig dran geblieben bei meinem Shit-Test, dann hätte ich sie genommen. Das ist ja vollkommener Quatsch. Aber Tests der Frau gibt es tatsächlich und jetzt erzähle ich dir, was das wirklich ist und wie du diese Tests bestehen kannst. Also, Tests der Frauen. Wie gesagt, das gibt es wirklich, das ist nicht nur ein Mythos, sowas gibt es und du solltest wissen, wie du die bestehst. Aber im Grunde ist es sehr einfach, die zu bestehen, nämlich Frauen testen dich immer dann, wenn sie das Gefühl haben, du bist nicht der Mann, der du vorgibst zu sein. Ja, deswegen ist dieses authentisch Sein immer so ein großes Thema. Wenn du unecht wirkst, dann testen Frauen dich auf deine Echtheit. Immer. Frauen testen, und deswegen nenne ich das auch Vertrauenstests, ob sie dir vertrauen können. Denn wenn du vorgibst, der coole Typ zu sein, aber eigentlich der unsichere Typ bist, dann können sie dir ja nicht vertrauen. Ist logisch. Ich erzähle dir eine Geschichte dazu. Ich war mal in einem Club und das war ganz am Anfang, wo ich angefangen habe mit diesem ganzen Thema. War ich im Club und habe mit einer Frau geflirtet, die war bedeutend älter als ich. Und ich habe halt ziemlich play it cool gemacht. Also in dem Moment habe ich mich auch relativ selbstbewusst gefühlt, als ich mit ihr geredet habe, aber sie hat halt gespürt, dass hinter diesem Selbstbewusstsein trotzdem noch Unsicherheit liegt. Die lag da nämlich damals auch noch. Und da hat sie halt immer wieder Tests gemacht, hat immer wieder gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass du, das bist du doch nicht wirklich, das spielst du doch nur. Ja, und ich habe einfach, habe da gestanden und habe da keine Diskussion angefangen. Ja, das ist ganz wichtig bei solchen Tests, aber da kommen wir gleich noch zu, keine Diskussion anfangen. Also ich habe einfach gesagt, nee, das bin ich, alles cool. Und dann sind wir später auch nach Hause gegangen zusammen tatsächlich und dann hatten wir Sex zusammen, aber der Sex war nicht besonders gut und sie war mega enttäuscht, weil sie wohl was richtig Krasses erwartet hatte. Also sie hatte was richtig Krasses erwartet, weil ich sehr krass gewirkt habe im Club und die sexuelle Erfahrung war dann relativ schlecht zwischen uns und dann war sie halt voll desillusioniert und hat sie festgestellt, okay, da ist doch noch ein bisschen Unsicherheit. Und deswegen hat sie auch die ganze Zeit getestet, weil sie das tatsächlich schon vorher gespürt hat. Frauen haben ja ein Gespür für sowas. Frauen spüren dich ja mehr als du sie. Ja, das ist einfach in der Natur der Frau angelegt. Frauen passen schon, also in dem Moment, wo wir mit unseren Kumpels Fußball spielen in der Grundschule, sind Frauen schon in sehr komplexen sozialen Hierarchien und sehr komplexen sozialen Situationen verstrickt und lernen das Ganze viel intensiver, als wir das jemals lernen können. Deswegen können die das so gut sehen, wenn du fake bist, also wenn du nur so tust, als ob. Also, die Frau testet dich. Und das kann zum Beispiel so aussehen, dass die Frau guckt, hey,
Kann ich dir vertrauen? Stehst du zu deiner Meinung? Könnte also sein, dass du irgendwas sagst, irgendeine Meinung angenommen, oh, ich liebe die Farbe Blau. Und die Frau sagt dann zu dir, was, Blau? Oh, ich hasse diese Farbe, wie kannst du die Farbe nur mögen? So, und jetzt hast du natürlich zwei Möglichkeiten, beziehungsweise drei Möglichkeiten. Du kannst dich rechtfertigen. Ja, aber die Farbe Blau, deswegen und deswegen ist die cool, ja, deswegen ist die toll, deswegen mag ich die. Und rechtfertigen ist so eine sehr schwache Art und Weise, denn das heißt, ich muss hier ganz deutlich meinen Standpunkt klar machen, weil ich mir vielleicht selbst nicht sicher mit meinem Standpunkt bin. Rechtfertigen ist so lala. Ne? Dann kannst du die Meinung der Frau annehmen, einfach so und sagen, ah nein, Quatsch, das war nur ein Spaß, ich mag auch Rot viel lieber. Das ist die absolut schwächste Variante, also die Meinung der Frau annehmen ist die absolut schwächste Variante. Sich rechtfertigen ist immer noch eine scheiß Variante, ist immer noch ein schwaches Verhalten. Oder du bist einfach so, ja, ich mag Blau einfach und belässt es dann dabei und hakst die Sache dann ab. Ja, du musst dich ja nicht dafür rechtfertigen, dass du Blau magst, nur weil sie Rot mag. Wenn sie Rot mag, ist das cool, du magst halt Blau. Und wenn sie sagt, wie kann man nur Blau mögen, dann sitzt du da halt, schaust sie an und sagst, mag ich einfach. Und dann änderst du das Thema. Oder sagst da auch nichts weiter zu, du musst dich dafür nicht rechtfertigen. Oder du kannst es ins Lustige ziehen. Kannst du auch machen. Ja, du kannst Dinge auch übertreiben. Wenn die Frau dich fragt, sag mal, sprichst du eigentlich öfter Frauen auf der Straße an? Gibt es ja diese klassische Antwort, die eigentlich auch ganz gut ist. Ah nein, du bist heute nur die 150. Ja, das wäre Übertreibung. Ist aber die gleiche Kategorie, weil du rechtfertigst dich nicht und du gehst nicht in den Frame der Frau. Also wenn die Frau dich fragt, sag mal, sprichst du öfter Frauen auf der Straße an, dann sagst du nicht, oh nein, das mache ich nicht, das wäre ja voll komisch. Nein, so ein Typ bin ich nicht. Das wäre das hier, in den Frame der Frau gehen. Du sagst auch nicht, ja, ich mache das schon, aber ich mache das deswegen und deswegen und deswegen ist das toll und deswegen mache ich das. Also du rechtfertigst dich auch nicht, sondern du sagst entweder, ja, wenn mir eine Frau gefällt, mache ich das. Oder du ziehst es ins Lächerliche oder überspitzt es und sagst sowas wie, nein, du bist heute nur die 150. die ich anspreche. Ja, aber du solltest immer hier auf dieser Seite bleiben mit deinen Reaktionen auf solche Tests. Ja, also die Frau testet dich auf Verhaltensweisen, auf Einstellungen, weil die Frau einfach sehen will, bist du echt? Kann ich dir vertrauen? Weil, wenn du sagst, meine Lieblingsfarbe ist blau und sie sagt, boah, blau, wie kann man das nur als Lieblingsfarbe haben? Und du sagst dann, ach nee, Quatsch, eigentlich ist doch rot meine Lieblingsfarbe, genau wie deine. Dann kann sie dir nicht vertrauen, weil sie merkt, bei dem geringsten Widerstand, bei dem geringsten Windstoß klappst du ein und änderst deine Meinung zu ihrer Meinung, um es ihr recht zu machen. Natürlich kann sie dir da nicht vertrauen, ist ja ganz klar. Und dann kann sie auch nicht der Männlichkeit in dir vertrauen, denn da ist nämlich überhaupt gar keine. Ja, sie kann sich ja vorstellen, wie das in Zukunft mit dir wird, wenn du schon bei den kleinsten Sachen einklappst. Eine Frau möchte sich ja an dich anlehnen können, an einen starken Mann anlehnen können, aber das kann sie ja gar nicht, wenn du schon beim kleinsten Windstoß einklappst. Das ist super, super unattraktiv. Und deswegen reagiert man auf Tests immer auf folgende Art und Weise. Einfach zu der Meinung stehen oder überspitzen. Oder gar nichts sagen, kann man auch machen. Gar nichts sagen ist auch eine tolle Taktik. Ja, da kommen wir zum Thema Stille, haben wir oft drüber geredet. Gar nichts sagen ist auch cool. Sie sagt, oh, wie kann man nur blau mögen? Und ich schaue sie an. Und ändere dann vielleicht einfach das Thema. Oder sag einfach gar nichts dazu. Ich muss mich dafür weder rechtfertigen, noch muss ich dazu irgendetwas sagen. Ich mag blau und so ist es halt. Das heißt nicht, dass du niemals deine Meinung ändern kannst zu der Meinung der Frau. Wenn die Frau dir ganz deutlich erklären kann, warum rot toll ist und besser als blau und du merkst, oh, sie hat recht, rot ist wirklich besser als blau, und du merkst, das stimmt, ich sehe das auch so, dann kannst du deine Meinung gerne ändern. Ansonsten nicht. Nicht deine Meinung für andere Leute ändern. Das ist das, was die Frau testet. Die Frau testet, bist du der Mann, der du vorgibst zu sein? Kann sie dir vertrauen? Kann sie sich als Frau an dich als starken Mann anlehnen? Weil das ist ja das, was die Frau suchen. Einen starken Mann, an den sie sich anlehnen können, auf den sie sich verlassen können, dem sie vertrauen können. Denn wenn eine Frau dir nicht vertrauen kann, dann könntest du auch der Massenmörder von nebenan sein. Stell dir mal vor, eine Frau will mit dir nach Hause gehen, sie kennt dich noch, also aus dem Club. Sie geht aus dem Club mit zu dir nach Hause, stell dir das mal vor. Und jetzt findet sie auf der Bahnfahrt heraus, dass du über 1000 Dinge gelogen hast, die du gesagt hast. Einfach um cooler dazustehen. Glaubst du, die Frau geht dann noch mit dir nach Hause? Natürlich nicht. Das würde ich doch auch nicht machen. Also ich würde das nicht machen. Wenn ich mit einer Frau nach Hause fahre und ich stelle fest, sie hat tausendmal gelogen wegen irgendetwas, dann finde ich das erstens enorm unattraktiv, weil ich das Gefühl habe, okay, ist deine Persönlichkeit so kacke, dass du lügen musst, damit das funktioniert? Das ist die erste Sache, das ist unattraktiv. Aber im zweiten Schritt denke ich mir, ich kann dieser Person gar nicht vertrauen. Ja, du könntest auch der Axtmörder von nebenan sein. Deswegen ist es so wichtig und deswegen testen Frauen dich. Aber Frauen machen keine klassischen Shit-Tests, wo sie dir sagen, oh, ich habe einen Freund, um zu sehen, ob du trotzdem dran bleibst.
Ja, es gibt manche Frauenkategorien, die sehr oft angesprochen werden. Also so, ich weiß nicht, vielleicht so sehr High-Class-Frauen in irgendwelchen Clubs, die so als ganz automatische Reaktion schon mal sagen, ich habe einen Freund. Das passiert aber eigentlich nicht bei Männern, die sie vom ersten Moment an interessant finden. Und wie gesagt, ich sage hier nicht, dass es niemals so sein kann, dass wenn sie sagt, ich habe einen Freund, sie doch keinen hat. Aber in den meisten Fällen ist das nicht so. Und in den meisten Fällen verschwendest du deine Zeit, wenn du zu viel Zeit investierst in diese Frauen, statt einfach die nächste Frau kennenzulernen. Ist auch immer eine Zeit- und Ortfrage. Wenn du auf dem kleinen Dorf wohnst, dann bleib ein bisschen länger dran bei den Frauen, die dir sowas sagen. Wenn du in der großen Stadt wohnst, dann konzentrier dich mehr auf neue Frauen. Das aber mal zum Thema Tests der Frauen. Ja, es gibt diese Tests und du bestehst sie einfach, indem du zu dem stehst, was du bist und zu dem stehst, was du gesagt hast. Das setzt natürlich voraus, dass du Dinge sagst, die du wirklich so meinst. Ja, und da sind wir wieder beim Thema Ehrlichkeit und auch beim Thema Authentizität. So, eine Sache möchte ich jetzt hier an der Stelle noch sagen, weil ich das ganz wichtig finde. Ich bin kein genereller Gegner von Fake it till you make it. Ich bin kein genereller Gegner davon, zu sagen, niemals so tun als ob. Weil wenn du anfängst, dich zu verändern, dann du musst ja auch irgendwo anfangen. Wenn ich anfange, meine Einstellung zu verändern, wenn ich anfange, meinen Umgang mit Menschen zu verändern, dann wird das wahrscheinlich am Anfang nicht komplett authentisch sein. Dann wird das am Anfang ein bisschen komisch sein. Wird sich komisch für mich anfühlen. Andere Leute werden merken, dass sich das komisch für mich anfühlt und wir werden das auch komisch finden. So ist das. Das ist die Übergangsphase. Ja, wenn ich anfange, mich anders zu verhalten, dann gibt es eine Übergangsphase, in der Leute mich vielleicht ein bisschen komisch finden. Das ist ganz normal. Aber du wirst dann irgendwann zu dem neuen Ich, zu der neuen Phase kommen und kannst dann viel besser mit Frauen interagieren. Deswegen, wenn du dich ändern willst, ist es vollkommen in Ordnung, wenn du dieses Fake it till you make it mal für eine kurze Zeit machst, um deine Persönlichkeit zu verändern. Aber denk dran, im Umgang mit Frauen möchtest du möglichst authentisch, möglichst ehrlich sein. Dann kann die Frau dich testen und dann kannst du alle Tests bestehen ohne Probleme. Ich hatte mal einen Kumpel, um das mal als Beispiel zu bringen, der hat jedes Mal bei seinem Alter gelogen bei den Frauen, weil er das Gefühl hatte, sein Alter ist da ein Problem. Ja, der mochte ältere Frauen und der hatte das Gefühl, oh, ältere Frauen, jüngere Männer, das geht nicht. Und das mag zwar so sein, dass das ein Problem ist, aber ich würde doch niemals bei meinem Alter lügen wegen so einer Scheiße. Also ich würde doch niemals mich selbst verkaufen. Also ich würde niemals sagen, oh mein Gott, ich bin so wenig wert, dass ich bei meinem Alter lügen muss. Also für mich ist es eine Wertsache. Ja, für mich ist dieses ehrliche, authentische eine Wertsache. Das ist mein eigener Selbstwert, den verkaufe ich doch nicht an eine Frau, nur damit ich Sex mit ihr habe. So weit kommt's noch. Also das musst du verstehen. In dem Moment, wo du zum Beispiel bei deinem Alter lügst, sagst du einfach, so wie ich bin, in dem Fall 25, bin ich nicht gut genug für diese Frau. Ich muss in ihren Augen 30 sein, damit das funktioniert. Wenn eine Frau deswegen Nein sagt, dann ist das vollkommen okay. Dann kann sie gern weitergehen. Dann treffe ich die nächste Frau. Das sind Standards, die du selbst für dich haben solltest. Ja? Wenn dein Erfolg mit Frauen nicht der ist, den du dir wünschst, dann ist es oft so, dass du zu niedrige Standards hast. Dass du dir viel zu viele Sachen gefallen lässt, dass du vielleicht bei deinem Alter lügst, um besser bei Frauen anzukommen. So ein Bullshit, mach das niemals. Und wenn 10 Frauen weglaufen, weil ich sage, ich bin 25, dann laufen halt 10 Frauen deswegen weg. Dann ist das halt so, ich bin 25, da lüge ich nicht. Dann halt nicht. Ja, aber ich behalte meinen Selbstwert. Und das ist viel wichtiger. Das andere ist eine Kurzzeitstrategie. Lügen ist immer eine Kurzzeitstrategie, weil wohin soll das denn auch führen? Irgendwann findet diese Frau sowieso raus, dass du es nicht bist, also dass du nicht das Alter bist, was du gesagt hast. Und was dann? Ja, dann wird sie alles anzweifeln, was du jemals gesagt hast. Deswegen, wenn du ehrlich bist, wenn du direkt und authentisch bist, dann kannst du keine Tests nicht bestehen. Dann wirst du Frauen nicht durch Tests verlieren. Und wenn ich jetzt sage, ehrlich sein, dann heißt das nicht, dass du auf jede Frage der Frau direkt mit einer Antwort antworten sollst. Sei spielerisch, lass die Frau für ihre Antworten arbeiten, aber lüge nicht oder erfinde irgendwelche Fakten über dich. Anderes Beispiel, ich erzähle eine Geschichte und ich erzähle sie aus dem bestmöglichen Winkel. Das ist in Ordnung. Ja? Du hast eine Geschichte, zum Beispiel du im Urlaub mit deinen Freunden und du kannst sie aus einem negativen Blickfeld erzählen. Zum Beispiel, oh, wir waren die ganze Zeit nur betrunken und dann haben wir den ganzen Tag zu Hause rumgehangen und sind ausgenüchtert und wir waren den Tag so immer voll fertig und das war super anstrengend. Oder du kannst es aus der positiven Seite erzählen. Boah, als wir nachts unterwegs waren, hatten wir so viel Spaß. Das war ein paar der geilsten Abende, die wir je zusammen erlebt haben. Beides ist ja wahr. Ja, du kannst es gerne aus der positiven Sicht erzählen, das ist ja keine Lüge. Ja, du kannst dir bei Geschichten natürlich gerne aussuchen, aus welcher Sicht du es erzählst, das ist keine Lüge. Aber bei elementaren Sachen zu lügen,
Das ist das Problem. Und wenn du das oft machst, dann musst du dich nicht wundern, warum die Frau dich immer wieder testet und du immer wieder durchfällst. Tests der Frauen gucken, ob du vertrauenswürdig bist. Wenn du ehrlich und authentisch bist, dann bist du das und dann brauchst du keine Angst vor irgendwelchen Tests zu haben. Schön, dass du dabei warst hier am Samstag. Das war jetzt ein Rant-Video. Neben mir kannst du den Channel abonnieren, unter mir kannst du dich fürs Coaching bewerben. Hab noch ein paar Plätze gegen Ende des Jahres frei. Und unten rechts in der Ecke geht es zum letzten Video auf diesem Channel, das ich dir mehr als unbedingt empfehle. Schau es dir rein, wenn du es Donnerstag nicht gesehen hast. Und wir sehen uns am Donnerstag wieder. Bis dahin, ciao.